Spitze der Stadt Beelitz, die Spargelkönigin Dana Weiler und der Bürgermeister Bernhard Knut. Christian Schwein, herzlich willkommen. Und natürlich der Spargelkönig Sandwald Vasso, Bürgermeister Bernhard Knut, der in diesem Jahr alle Hände voll zu tun hat. Spargelfest. Die Spargelpyramide, meine Damen und Herren. Was hat Beelitz und Ägypten gemeinsam? Genau diese Pyramide. Und wenn Sie heute flink sind nach unserem Umzug, Claudia, dann gibt es ja ein ganz besonderes Leckerchen, ne? Ja, bestückt mit 200 Kilogramm bestem Beelitzer Spargel. Und das wird nachher für einen guten sozialen Zweck verkauft, direkt vor der Kirche. Der Spargelfresser ist wieder unterwegs. Ein gieriger Geselle aus längst vergangenen Tagen. Da tuckert er heran, tuckert richtig schön, das da. Tuck, 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 tuck. Schon vor 80 Jahren beim Festumzug war er dabei und hat sich am Edelgemüse gütlich getan. Und unsere Maskottchen, die dürfen natürlich nicht fehlen. Spargelino und Spargelina, Riesenapplaus. Ja, man muss schon sagen, was Kate und William für die Briten sind. Sind diese beiden für Beelitz, oder? Spargelino und Spargelina, die feiern in diesem Jahr ihr Einjähriges. So lange wird ihre Liebe schon. Im August wird übrigens der Mond besonders hell über Beelitz leuchten, denn bei den nächsten Festspielen wird die Berliner Operette Frau Luna aufgeführt. Ja, und da wollen wir heute schon mal ein kleines bisschen neugierig drauf machen. Und was jetzt kommt, ist Struikfuß Beelitz. Die haben es geschafft, den Beelitzer Spargel fit für die Dose zu machen. Und das ist doch was, weil so lange geht die Spargelsaison ja nicht mehr. Ja, wie kriegt man den Spargel eigentlich für die Dose? Frage ich mich immer wieder, aber es hat funktioniert. So wie man rund um Werder seine Kirsche und Erdbeeren pflücken darf, da kann man in Elsterswil mit dem Spargelmesser rauf aufs Feld und sich seine Stangen selber stechen. Das ist nicht so einfach, das ist schon eine Kunst. Hast du schon mal probiert? Ich habe es noch nicht probiert, weil ich habe ja nicht so eine schöne lange Tracht wie unsere Spargelfrauen. Und die Elfhölzer sind schon tot gedruckt. In der nächsten Kutsche. Yes, war das Baumblütenkönigin Herr Kirschmann und Bürgermeisterin Manuela Sass, die uns natürlich auch hier begrüßen. Außerdem im Wagen Dagmar Frederik und wir waren hallo. Ja, immer wieder gerne mit uns bei der Grünen Woche dabei. Und hinten dran natürlich der Spielmannszug. Da war 1995 gegründet worden, die knapp 30 Musiker mit Märschen und Liedern aus Rock und Rock bis zum Nachsehen in der Spielmannszug. Heimmannschaft aus Einwohnern des Beelitzer Ortsteils, ja? Lust auf Spargel. Und wir kommen natürlich zu einer wunderbaren Partnerstadt, nämlich zu Ratingen. Und in dieser Kutsche begrüßen wir recht herzlich den Bürgermeister aus Ratingen, Klaus Pösch. Und er hat ganz prominenten Besuch auf seiner Kutsche. Herbert Köfer, herzlich willkommen mit seiner ganzen Saison unterwegs. Sind gleich für die besten geht zur Feuerwehr. Ich hab's gewusst. Ich habe es gehabt. So, Seite vorne dran natürlich die Jugendfeuerwehr und dann der gute alte Magirus Deutz. Sag das nochmal! In diesem Jahr gibt es ein Jubiläum. 25 Jahre Dorf und Reiterfest. Dabei ja die Kanone Donnerschlag von 1790. Ne? Guck mal, dafür haben wir ja braven wieder die Kameraden dabei, die rechts und links schon mal aufpassen, dass da unter den Reifen kein Zeh mehr klemmt. Weil das würde man dann tatsächlich hören. Das ist die Bataillon 172 der Bundeswehr. Also ein Dreirad, eine Menschenstärke quasi. Da muss man natürlich aufs Feld mit diesen Geräten und hinten dran, danach gleich der Traktor New Holland. G75V, ja, der Alleskönner ja in der Landwirtschaft mit dem Plattenanhänger dran.
Und damit kommen wir ja zum Spargelhof Thüringen. Und da gibt es natürlich das Erntefest vom 19. bis zum 20. September. Die machen nicht einfach nur einen Auftritt, sondern die tanzen mittlerweile ihre Musik. Und schön ist, dass sie jede Zeit in Perfektion beherrschen. Und wenn es was zu feiern gibt, dann sind sie natürlich dabei. Der Spielmann von Beditz, aber auch außerhalb von Beditz, sorgen für Musik. Zum Beispiel in Babelsberg im Filmpark oder bei Sabinefest von Brüssen. Winken ist bestimmt ganz schön schwer, aber ihr seht wunderschön aus. Ja. Wie eine Prinzessin. Echte Prinzessin. Dann haben wir das amtierende Prinzenpaar. Henry der Erste und Maren die Erste. Hier ist Attacke! So, liebe Gäste von Beditz, herzlich willkommen zum Spargelfest in Beditz und der Gabrüten Hitze. Ich präsentiere Ihnen den Beditzer Karnevalsclub und möchte jetzt einen tobenden Applaus haben. Die ersten Prinzenpaare sind schon durch. Und für die Prinzenpaare des KVMB, für die Prinzengarde, hätte ich gerne ein dreifaches Beditz! Jetzt alle! Beditz! 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 Und als Zugabe Spargel! 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 Ihr seid! Dankeschön! Nachdem das Ehe-Gemüse Ende Juni, ja, Johannistag, 24. Juni, wir wissen alle, Pause macht, geht es natürlich dann ganz groß weiter mit der Kürbisausstellung. Könige in Kreisdorf, ich werde wieder das große Vergnügen haben, in Kreisdorf dabei sein zu dürfen. Ab September, davor gibt es einmal. Belitzer Dachanwerker, hinaus mit Freude und Gebraus, Glück und Segen wie im Haus, die Zimmermannsleute auf Sind das Zimmerleute? Hat ja was mit dem Brandenburg und mit dem Benitzer zu tun, die Farben des Logos natürlich in Rot-Weiß. Dankeschön euch, aber dass ihr dabei auch seid. Nicht ganz so schlimm. Ja, wie